So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe nochmal ein Universal Beyond Lord of the Rings Commander Deck und zwar Riders of Rohan. Das Commander Deck habe ich damals vergessen, also damals, vor etlichen Monaten und das wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben Fabian. Entschuldigung dafür, dass das so spät kommt. Ich hoffe, euch interessiert es trotzdem. Ihr guckt das Video trotzdem und Dankeschön. So, wie immer kriege ich diese Dinger nicht wirklich auf. Das ist irgendwie extrem schwierig, die Dinger für mich aufzumachen, weil ich irgendwie es nicht schaffe, diese Dinger nicht kaputt zu machen. Diese Pappteil, es ist ein Graus, guckt mir nicht zu. Warum schaut ihr das, wenn ich eine Packung Warum? Wieso? Wie? Also das ist wirklich... komm schon! Ja. Entschuldigung. Dann gucken wir uns mal an, was wir drin haben. Wir haben hier drin das Pappding. Wir haben hier drin alles Mögliche. Ein Live-Counter. Wir haben eine Erklärung zu dem Deck. Richtig. Nee, Commander Rules. Ja, Eowyn, Schildmaid und Aragorn, King of Gondor. Ja, kurze Erklärung zu den Personen. Ich glaube, das dürften alle wissen. Die Deckbox, bauen wir die mal auf. Dann haben wir unseren ganzen Kram und viel wichtiger, das Sample Pack. Von ja, den Collector Boostern, wo man danach nach damals zumindest nach dem Ring so hart gesucht hat. Das war ja Wahnsinn, was da los war. Und Tavis ja immer noch ist. Also aus anderen Gründen, aber ja. Finde ich krass, wie der Hype darum. Und das Herr der Ringe-Set damals war. Wie gesagt, damals ist noch nicht so damals vor dem Krieg von 30.000 Jahren. Nein, nein. Damals vor ein paar Monaten. Und dann schauen wir mal rein. Wir haben Mines of Moria. Sehr cool. Kommt enthauptet das Spiel mit einer Legendary Creature, wenn wir sie kontrollieren. Tappen wir ein Rotes oder drei Mana, wir exilen drei Karten aus dem Friedhof, kriegen zwei Treasure. Sehr cool. Und Gandalf, Friend of the Shire. 4 Mana, 2, 4 Flash. Instant Sorcery, some Flash. Wenn der Ring dich temptet, kann man eine Kreatur und meine Kreatur anderen als Gandalf gemacht hat, dann zieht man eine Karte. Gandalf darf nicht der Ringbearer sein. Sehr, sehr cool. So, dann gehen wir mal hier hin und gucken uns einmal die Token und alles an, wie immer. Und auch den Face Commander, der nicht Aragorn ist, so wie ich damit ausgegangen bin. Und oh mein Gott, ich sehe es schon. Oh mein Gott, ich will es haben. Es ist so wunderschön. Der Monarch ist so wunderschön. Ah ja, der Ring hat hier so eine Knickkante, damit man den Ringbearer da irgendwie drauflegen kann. Damit er so den Ring bärt. Sehr cool, der Monarch. Es ist so wunderschön. Guckt euch an. Ich kann ja mal die Position wieder wechseln. Guckt es euch an, wie wunderschön es ist. Treasure, Human, 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 Human. Human Soldier, Human Soldier, Human Soldier, Human Soldier, Human Knight. Treasure, Treasure. Wie sagt dieser Monarch-Token? Er ist so wunderschön. Und natürlich hier diese Pappkarte von dem Face Commander, den wir uns jetzt angucken. Und zwar ist das Eowyn the Shield Maiden. Na komm, geh auf. Geh auf! Dankeschön. So. Eowyn the Shield Maiden. 5 Mana, 5, 4 Erstschlag zu Beginn des Combats. Wenn ein anderer Human ins Spiel gekommen ist, dann kriegen wir einen 2-2 roten Human mit Trampel und Eile. Wenn wir dann 6 oder mehr Humans kontrollieren, ziehen wir eine Karte. Saugau cooler Human Commander. Dann haben wir Aragorn, King of Gondor. Wurde zwischenzeitlich mal im OWR Control gespielt, im Legacy. Würde ich nicht machen. Ein weißes, ein rotes, ein blaues, ein farbloses, 4-4, Wachsamkeit, Lifelink. Wenn er ein Spiel bekommt, werden wir Monarch. Und wenn er angreift, kann bis zu einer Kreatur nicht blocken. Es sei denn, wir sind ein Monarch, dann kann man gar nicht blocken. Das ist gut. Das ist gut. So, wie immer bei diesen Commander-Decks gehe ich so ein bisschen durch die Rares und so genauer durch.
Spreche aber nicht über jede Karte und erzähle euch, das ist Beregond of the Guard, 4 Mana, 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt oder ein anderer Human ins Spielfeld kommt, Degen mit einem 1-1 Marker, kriegen alle Kreaturen plus 1 Platz und Wachsamkeit. Das werde ich nicht tun. Ich werde einfach durch die Karten ein bisschen durchgehen. Wenn mir irgendwas auffällt, werde ich euch das zeigen. Und werde mit euch drüber reden. Zum Beispiel wie Sie, Gilarion, Dundai Protector, 3 Mana, 2-3, für 2 Mana tappen, exilieren wir eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, und bringen sie wieder ins Spielfeld zurück. Wenn wir sie nicht zurückbringen, bringen wir zu Beginn des nächsten Segments zurück. Und dann hat sie eine Wachsamkeit und einen Lifelink-Counter. Sehr coole Karte, habe ich eine zwischenzeitlich mal probiert in meinem BW Eldrazi-Deck. War nicht so geil, aber ist eine coole Karte. Oder hier Greyhawk Reinforcement mit 4 Mana 1-1 Fleeing Ward. Wenn ihr ins Spiel kommt, exilieren wir einen Graveyard und legen den plus 1-1 Marken auf diese Kreatur. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Der Captain mit 4 Mana 3-1 auch sehr gut. Ist ganz nett, sind ganz coole Karten. Faulty, Call of the Eight, sehr, sehr cool. Gimli, der gute Gimli mit seiner Axt. Und Boromir, noch ein Boromir, noch ein Eomir. Wir haben so viele verschiedene Faramir, wir haben so 1000 Namen und Karten sind wirklich damals ja tausendfach rausgekommen. Das ist eine Karte, die hat man im Legacy eine Zeit lang gesehen. Richtig, richtig stark. Fourth Earling Gas. Für einen weißes, ein rotes und X kreieren wir ein X-X-Rot, einen weißen Human mit Trampeleile und also X-2-2 Humans. Und immer wenn diesen Zug eine Kreatur angreift und Schaden zufügt, einem Spieler, dann werden wir Monarch. Das ist sehr, sehr stark. Oath of Errol, Riders of Rohan, ja. Krone von Gondor. Bastionsprotektor, Commander-Kreaturen kriegen plus 2 plus 2 und haben Zerstörbarkeit. Sehr, sehr starke Karte. Wirklich starke Karte. Frontline-Medic, auch sehr cool. Selfless Squire, es sind wirklich, wirklich coole Karten hier drin, die wirklich stark sind. Und das ist wirklich, da kann man was machen mit. Vor allem ist hier gleich eine Karte drin, die ich wirklich, wirklich krass finde, dass sie da drin ist, wenn ich sie denn finde. Supreme Verdict, wunderschön auch. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Wo ist die Karte denn? Wo haben wir denn die Karte, die ich hier hauptsächlich haben will, weshalb ich dieses Deck so cool finde? Was ist denn? Control Lands, Flashback, Wayfarer, auch sehr, sehr cool. Wir haben einen Monarch. Es ist gar nicht hier drin. Ich dachte, hier wäre der Ding drin, der kostenlos playable ist, wenn man seinen Commander kontrolliert. Hab ich mich vertan. Dwarf Destiny ist auch sehr cool. Das Banner sehr cool. Battleforge, Cliff Drop, Oshard, Glacial Fortress auch super, super hübsch. Würde ich so gerne austauschen bei mir. Schöning Fawn of Ding, Wimbrous Have. Es sind so gute, vielen Palace Jailer. So ein geiles Artwork. Oh mein Gott, ich will es in Foil haben. Wahnsinn. Path to Exile. Es sind Swords to Plowshares. Es sind so coole Staples hier drin. So viele starke Karten, wo ich sage, wir brauchen mehr davon. Herald's Horn. Wir brauchen mehr von solchen Commander Decks. Ja, die kosten ein bisschen mehr, vor allem mittlerweile. Und ja, da ist ein bisschen mehr hier in Schwarz reingeflogen, aber sie sind halt. Sie sind halt teurer, ja, aber sie sind auch mit so viel mehr Staples gemacht und so viel mehr Liebe gemacht. Wir haben so viele neue Karten hier drin. Also, wenn ich das richtig sehe, sind wir bis hierhin mit neuen Karten gesegnet. Ab dann haben wir wirklich Stable after Staple after Staple. Und das ist wirklich was, wo ich sage, das ist der absolute Wahnsinn. Also, warum sollte man Commander-Decks nicht so bauen? Ja, wir brauchen die 20-Euro-Commander-Decks. Wir brauchen die billigen Einsteigerprodukte. Wir brauchen aber nicht diesen Midrange 30-Euro-Balkmüll für jedes Set 80 Commander-Decks. Solche Commander-Decks von dieser Qualität, auch wenn die ein bisschen teurer sind, das sollte die Spanne sein. Man kann weiter oben einsteigen oder weiter unten einsteigen. So oder so. Aber diesen Midrange-Quatsch, den wir da haben, den finde ich nicht gut. Den finde ich wirklich nicht gut. Ob ihr die Meinung teilt oder nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach unten da lassen. Wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, sagt mir wenigstens warum. Dann kann ich es verbessern. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hab's gesehen. Ciao, ciao.